Ja, hallo. Nachdem ich die letzten Tage ja immer wieder kritisch mich zu dem Thema Corona, Pandemiebekämpfung und politisches Handeln geäußert habe, heute mal zwei wirklich positive und pragmatische und mutige Beispiele aus der bayerischen Politik. Der Ministerpräsident Söder hat jetzt mehrfach gefordert, die Impfpriorisierung notfalls zu lockern, bevor Impfstoff nicht verimpft wird. Er hat nicht gefordert, die Impfpriorisierung aufzugeben, sondern sie nicht über das Ziel zu stellen, möglichst schnell möglichst viele Menschen zu impfen. Und das ist genau der Mut und den Pragmatismus, den es braucht in dieser Krise. Dass er genau dafür vom Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission, Herrn Mertens, scharf kritisiert wird, das ist eigentlich schlimm, weil es ist schlimm genug, dass die STIKO 2 Wochen braucht, um englische Studienergebnisse in ihre Impfempfehlungen einfließen zu lassen in einer Pandemie. Dass sie aber politische Entscheidungen, ganz bewusst politische Entscheidungen, die mutig und pragmatisch sind und das Ziel haben, möglichst schnell eine Immunisierung der Bevölkerung zu erreichen, kritisiert, finde ich echt bedenkenswert. Das zweite positive Beispiel, ebenfalls aus Bayern, ist heute der Gesundheitsminister Holleczek gewesen, der in seiner Pressekonferenz nochmal klar gesagt hat, er möchte die Hausärzte ab April in die Impfkampagne mit einbeziehen. Jetzt kann man sagen, warum erst ab April? Ich halte es für eine kluge Entscheidung, weil genau dann werden wir so viel Impfstoff haben, dass wir auch die Hausärzte damit bedienen können. Aber ich fand gar nicht die Entscheidung so bemerkenswert, sondern bemerkenswert fand ich, dass er ein paar Eckpunkte gesetzt hat. Nämlich den ersten Eckpunkt, er übergibt die Terminvergabe an die Hausärzte und nicht über das zentrale Programm des BioImco. Und das wird es deutlich leichter machen und deutlich schneller ermöglichen, möglichst schnell möglichst viele Menschen zu impfen. Und beim Thema Priorisierung verfolgt er auch eine sehr pragmatische Linie, nämlich dass er sagt, er will nicht, dass die Priorisierung aufgehoben wird, aber er vertraut den Ärzten, die ihrem hippokratischen Eid entsprechend sicher die Menschen, die es zuerst brauchen, auch zuerst impfen. Genau diese Art des Handelns, des Pragmatismus und auch des Mutes braucht es aus meiner Sicht und dafür wirklich meinen ganzen Respekt. Und deshalb komme ich ganz zum Schluss auch noch einem Wunsch von dem Gesundheitsminister Holleczek nach, den er heute in der Pressekonferenz gesagt hat. Er hat nämlich einen sehr wahren Satz gesagt und da hat er gemeint, ja, der hört sich aber besonders gut von den Franken an und deswegen werde ich ihn jetzt als Franke nochmal sagen: Pandemie und Bürokratie vertragen sich nicht. In diesem Sinne einen schönen Abend, euer Manfred Wagner.